Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias und ich habe Ihnen hier den beliebten Knaus SkyTi 650 MEG als Platinum Selection Sondermodell mitgebracht. Wenn Sie sich fragen, was den SkyTi zu einem ganz besonderen Teilintegrierten macht, dann könnte ich sagen, zum Beispiel die drei Grundrisse. Von kompakt bis groß und von 2 bis sogar 6 Schlafplätze lässt dieses Reisemobil keine Wünsche offen. Die drei einzigartigen Grundrisse in der Baureihe sind die folgenden. Der 650 MEG mit beliebten Längsbetten, der 650 MF mit gemütlichem französischem Bett und optional einem Hubbett und der 700 MEG mit Längsbetten und großem Raumbad inklusive separater Dusche. Unabhängig vom Grundriss spricht für den SkyTi das moderne Interieurdesign, was jedes Möbelstück und jedes Detail optimal in Szene setzt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier sensationell und die Tatsache, dass er auf einem Fiat Ducato aufgebaut hat, ist ein weiterer Benefit des Reisemobils. Ja, wie so häufig, der erste Eindruck zählt und bei dem kommt der SkyTi meiner Meinung nach richtig gut weg. Ich finde ihn richtig schön. Was auffällt, ist das hagelfeste GFK-Dach, die formschöne Hutze und hier oben auch noch die beiden LED-Beleuchtungen. Außerdem haben wir ein großes Ausstellfenster und was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir uns gleich ans Heck des Fahrzeuges begeben, wir haben hier die Cat Eye Evolution LED-Rückleuchten. Die Servicebox ist sowieso mit dabei und ich denke, das ist mit ein Grund dafür, dass er ein absoluter Bestseller ist. Das Platinum Selection Sondermodell bringt für Sie vor allen Dingen einen großartigen Preisvorteil. Die Sonderausstattung, die kann sich hier wirklich sehen lassen. Radio, Navi, Rückfahrkamera, Markise, Smart TV, Internetantenne und das sind nur ein paar Beispiele, da kommt noch einiges mehr. Ich freue mich drauf. Das Platinum Selection Sondermodell, das punktet mit einer umfangreichen Ausstattung. Was mir sofort aufgefallen ist, ist einerseits das Head-Up-Display und auch oben die Kamera für die Assistenzsysteme. Der LED-Scheinwerfer, den gibt es optional, aber was immer mit dabei ist, ist der schwarze Rahmen, der schwarz lackierte Rill und hier unten die schwarz lackierte Spoilerlippe. Ich finde es richtig schön und vor allen Dingen sportlich. Zu guter Letzt möchte ich unbedingt auch noch über die Felgen sprechen, denn die 16 Zoll Leichtmetallräder sind immer mit an Bord. In Sachen Motorisierung gibt es hier zwei Varianten, einmal 140 und einmal 180 PS. Hier haben wir 180 PS an Bord, sehen wir am roten Power Stitch und zu guter Letzt gibt es beide Varianten immer als Schalter oder als Automatikgetriebe. Das Rahmenfenster ist außenplan und flächenbündig, bedeutet wir haben auch weniger Windgeräusche. Außerdem lässt sich die Verdunkelung stufenlos bewegen. Und was ich noch besonders schön finde, ist einmal das Carbon-Dekor. Das fühlt sich sogar richtig gut an, muss ich sagen. Und das Platinum Selection Dekor, was ebenfalls richtig schön ist. Weiter geht's mit der praktischen Servicebox. Schauen wir mal rein. Und was wir als erstes sehen, ist der Blue Water Wasserfilter. Ein wirklich kleiner Filter, aber der hat große Wirkung. Das moderne Filtersystem hält bis zu 99,999% der Bakterien und der feinsten Partikel an einer hocheffizienten Ultrafiltrationsmembran zurück. Das bedeutet für Sie vor allen Dingen, Sie haben immer hygienisch reines Trinkwasser mit an Bord. Ja, außerdem sehen wir hier den Wassertank, das ist die Serviceklappe, zum Beispiel zum Reinigen des Wassertanks. Hier oben wird Frischwasser nachgefüllt. Hier dann nochmal die Auslässe für Frisch- und Abwasser. Hier, das ist sehr interessant, das ist die Strangsperre für die Frisch- und Abwassertankheizung. Bedeutet, dass dann warme Luft in die Tanks geleitet wird und wir auch im Winter ganz entspannt Urlaub machen können. Ja, und alles, was wir hier sehen in der Servicebox und insbesondere der Wasserfilter, ist bei Knaus serienmäßig. Kommen wir jetzt zur Box für die Toilettenkassette. Ganz wichtig, mit beiden Händen öffnen und da sehen wir sie schon. Entriegeln, herausziehen und da ist sie natürlich mit der sehr, sehr praktischen und vor allen Dingen sauberen Trolley-Funktion. Bevor wir sie wieder einsetzen, möchte ich noch ganz kurz auch die Klappe hier für die Chemie zeigen. Hier der runde Außenkamin und der steht für die Heizung. In dem Fall ist es eine Truma Kombi 6. Bedeutet, wir haben 6 kW Leistung und Kombi steht hier dafür, dass wir sowohl Heizung als auch Warmwasser natürlich in einem haben. Ganz wichtig, wenn wir schon mal hier unten sind, die durchgängige Alublende und die schützt die Außenwand.
Ja, nach einem kurzen Blick auf den 230 Volt Anschluss widmen wir uns jetzt dem Technikfach in der Heckgarage und die lässt sich wie immer mit einer Hand öffnen. Ebenfalls wie immer doppelt verriegelt und auch doppelt abgedichtet. Und jetzt haben wir hier mal was vorbereitet. Normalerweise befindet sich natürlich hier die Holzblende davor. Was sehen wir? Zunächst auf der linken Seite die 12 Volt Sicherungen, die einzeln beschriftet sind. Rechts daneben die Sicherung mit FI-Schalter und hier das Ladegerät. Direkt darunter in blau der Booster für die AGM-Batterie. Optional lässt sich hier noch eine zweite AGM-Batterie verbauen oder auch gerne zwei Lithium-Ionen-Akkus. Ja, und wofür ist diese Batterie zuständig? Das ist die klassische Aufbaubatterie. Das heißt, alles, was im Aufbau mit Strom versorgt wird, wird von dieser Batterie auch versorgt. Das kann der Fernseher sein, das kann die Wasserpumpe sein oder vielleicht auch die Beleuchtung. Bevor wir jetzt zum Heck übergehen, möchte ich nochmal betonen, was mir besonders gut gefällt. Und das ist vor allen Dingen, dass sich alles zentral an einem Ort befindet. Wir sind am Heck vom SkyTi angekommen und hier gibt es wirklich einiges zu berichten. Beginnen möchte ich gerne ganz oben an der LFI-Heckblende. LFI-Technologie ermöglicht, dass wir hier 3D-Formen erreichen können. Außerdem wird damit leichter gebaut, die Dämmung ist integriert und sie ist maschinell gefertigt. Direkt darunter fällt sofort auf, wir haben eine wirklich große Bremsleuchte und die bedeutet vor allen Dingen Sicherheit im Straßenverkehr. Dann natürlich die Rückfahrkamera. Ja, und die ganze Heckwand an sich ist schon etwas Besonderes, denn das ist eine sogenannte Fold-Expand-Heckwand. Fold-Expand steht für eine Lamellentechnologie, die uns im Innenraum 12 cm an mehr Platz beschert, ohne dass der Aufbau nach draußen hin größer oder länger wird. Und das ist ein Riesenvorteil. Ja, und das fällt natürlich auch sofort ins Auge. Das sind die Cat Eye Evolution LED-Rückleuchten mit Laufblinker, die natürlich hier in diese Heckwand integriert sind. Das heißt, auch hier kein größerer Aufbau nach hinten. Ja, und wenn wir schon mal ganz unten angekommen sind, dann möchte ich natürlich auch noch über diesen Heckdiffusor sprechen. Das erinnert fast schon an Motorsport. Und ja, wer es noch nicht wusste, Knaus ist natürlich auch in der DTM vertreten. Zu guter Letzt noch ein Wort über den umlaufenden Protect Frame und der sorgt vor allen Dingen für mehr Stabilität, für mehr Steifigkeit für das gesamte Fahrzeug. Die riesige Heckgarage ist wirklich beeindruckend. Das bedeutet, hier kriege ich alles unter, was ich in meinem Urlaub so benötige. E-Bikes, Campingmöbel und noch vieles, vieles mehr. Praktisch, ich habe hier auf der Seite noch Ablagefächer und es befindet sich eine 230 Volt Steckdose in der Heckgarage, um zum Beispiel meine E-Bikes aufzuladen. An beiden Seiten meine Zurschienen und natürlich ist auch die Heckgarage beheizt, das heißt, ich vermeide die Kältebrücke. Ganz wichtig, die Zuladung von 150 kg ist Serie, wer mag oder es benötigt, bekommt auch 250 kg und wer die Anhängerkupplung dazu bucht, hat automatisch eine Zuladung von 250 kg. Für weitere Informationen kann ich auch hier den Konfigurator empfehlen. Wir kommen zum Gaskasten, mit einer Hand geöffnet. Und sehen Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Das Schöne ist, hier sind sie jetzt nebeneinander angeordnet. Das heißt, wenn ich die Gasflasche wechseln möchte, brauche ich sie nicht mehr verrücken. Im Platinum Selection Sondermodell ist der Truma Mono Control CS, also der Crash-Sensor, verbaut und der bietet noch mehr Sicherheit. Übrigens, optional lässt sich hier auch Duo Control konfigurieren, bedeutet, ich kann zwei Flaschen gleichzeitig anschließen und wenn eine leer ist, wird automatisch mit der zweiten Gasflasche weiter betrieben. Ich müsste also nachts nicht aufstehen, wenn es kalt werden könnte. Wie wir hier sehen können, sind die Räder beim SkyTi sehr weit nach außen gebaut, also nicht innenliegend. Und das liegt daran, dass wir hier ein Breitspurfahrwerk verbaut haben. Welchen Nutzen hat das für Sie? Vor allen Dingen mehr Sicherheit, mehr Fahrkomfort und das macht sich gerade im Alltag bezahlt. Bevor wir uns gleich noch mit der Markise und auch der Premium-Aufbautür beschäftigen, noch ein Wort zum Unterboden. Denn das ist ein Sandwichboden mit GFK-Unterbodenbeschichtung. Und das heißt für Sie besonders witterungsbeständig und damit langlebig. Die wirklich großdimensionierte Markise ist beim Platinum Selection immer mit an Bord und garantiert einen großen Schattenplatz. Ja, und jetzt ist es gleich soweit, wir dürfen rein in den Aufbau. Dazu die Premium-Aufbautür, die sich natürlich wieder mit einer Hand öffnen lässt, doppelt verriegelt ist, ein großes Fenster mit an Bord hat, die Tasche und natürlich auch den Regenschirmhalter. Und jetzt darf ich die elektronische Einstiegsstufe betätigen und Sie hereinbitten.
Ja, ich durfte Platz nehmen im Sky TI und was ich sofort merke, ich sitze sehr bequem. Auf den Pilotsitzen im Platinum Selection Sonderstoff und das ist ein atmungsaktiver Stoff. Nicht nur atmungsaktiv, er ist auch noch abwaschbar, bringt für Sie den Vorteil, dass er natürlich sehr, sehr pflegeleicht ist. Und wenn ich mich jetzt mal nach vorne ausrichte, dann kann ich sagen, das fühlt sich richtig gut an. Das Lederlenkrad hier im Fiat Ducato, übrigens Serie 8, ist serienmäßig und natürlich auch mit vielen multifunktionellen Knöpfen. Das heißt, ich kann hier natürlich auch das Multifunktionssystem bedienen. Das ist übrigens ein 9 Zoll großes Multifunktionssystem von Pioneer mit Apple CarPlay, mit Android Auto, also alles, was das Herz begehrt. Ich kann natürlich aber auch hier die Assistenzsysteme steuern und habe immer meine freie Sicht auf das Head-Up-Display. Das macht wirklich Spaß. Apropos Display, hier haben wir das 7 Zoll große virtuelle Cockpit verbaut und ich denke für alle, die Technik lieben, ja, die haben hier eine große Freude. Ansonsten sehe ich hier noch weitere Knöpfe natürlich auch für die Klimaautomatik. Ich habe generell ein wirklich sehr, sehr komfortables und angenehmes Raumgefühl und würde am allerliebsten jetzt sofort losfahren. Bevor ich es vergesse, das hier ist der Wählhebel für das 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe. Das muss man sich mal vorstellen. 9 Gänge in einem Reisemobil bedeutet einerseits natürlich Fahrkomfort, bedeutet aber auch sparsames Fahren. Und ich denke, dann sind auch lange Trips, lange Urlaube gar kein Problem mehr. Übrigens, wenn Sie sich interessieren für alles, was konfigurierbar ist, dann kann ich Ihnen nur den Konfigurator empfehlen. Und den finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Sprechen wir gerne noch über die Abmessungen. Der 650 MEG und auch der 650 MF ist 2,32 Meter breit, hat eine Länge von 6,96 Meter und eine Höhe von 2,79 Meter. Beim 700er haben wir die gleichen Maße, was die Breite und die Höhe betrifft, allerdings eine Länge von 7,50 Meter. Wir sind am Reiseziel angekommen und dürfen das erste Mal ja ganz gemütlich Platz nehmen in der standardmäßigen L-Sitzgruppe. Was ich hier wirklich praktisch finde, ist, dass der Tisch sich in alle Richtungen tatsächlich drehen und auch in der Höhe verstellen lässt. Und hier können ganz gemütlich 5 bis 6 Personen Platz nehmen. Ja, und gemütlich, das trifft es einfach. Ich lehne mich mal zurück, schaue nach oben und habe ein Raumgefühl, was atemberaubend ist. Sehe dabei noch die aufwendig gestaltete Ambientebeleuchtung. Ja, und wenn wir schon von maximaler Raumausnutzung sprechen, dann möchte ich Ihnen unbedingt 2 Dinge zeigen, weil hier wird kein Zentimeter verschenkt. Einmal befindet sich hier unten im Fußboden, der sich übrigens in einem sehr, sehr schönen Yachtdesign darbietet. Mir gefällt's. Eine Stauraumklappe. Da kriege ich ein bisschen was unter, ganz klar. Ja, und zusätzlich auch hier unterm Sitz weiterer Stauraum. Also wirklich durchdacht und wie schon gesagt, jeder Zentimeter findet hier seine Verwendung. Ja, und auch bei den Oberschränken wurde nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf Design und Anmutung geachtet. Wenn ich hier mal fühle, das fühlt sich wirklich sehr hochwertig an, ist leicht gewölbt. Das ist für mich ein ganz klares Designmerkmal. Und natürlich haben wir hier viel, viel Platz und selbstverständlich auch Softclose. Auch auf der Seite befindet sich noch eine Abstellfläche. Hier könnte ich mir vorstellen, würde sich eine Kaffeemaschine sehr gut machen. Und praktischerweise befindet sich hier auch eine 230 Volt Steckdose. Und nicht vergessen möchte ich auch den Smart TV. Der ist hier immer mit an Bord, 27 Zoll groß. Und ich glaube, da macht dann auch der Fernsehabend richtig viel Spaß. Wir sind in der Küche angekommen und für mich ganz persönlich auch eines der Highlights. Erstmal stehe ich hier wirklich gemütlich. Ich habe ein tolles Raumgefühl und würde am liebsten sofort damit beginnen, ein leckeres Menü zu zaubern, weil das ist hier wirklich möglich. Als erstes schauen wir mal gemeinsam auf den 3-Flammen-Gaskocher. Selbstverständlich hier mit Piezo-Zündung, also Automatikzündung. Direkt daneben das ja, sehr, sehr tiefe, das fällt auf. Und aus Edelstahl gefertigte Spülbecken, hier der Wasserhahn. Ich habe natürlich auch eine sehr, sehr wertige und vor allem beschichtete Arbeitsfläche, die sich komplett durchzieht. Also auch die Rückwand ist beschichtet. Damit ist alles mit einem Wisch auch gereinigt. Und selbst hier auf der rechten Seite habe ich nochmal einen Spritzschutz. 3 Schubladen sind beim Sky TI Platinum Selection immer mit an Bord. Die sind geräumig, Softclose, Automatikverriegelung und ja, ich glaube, da ist mal so richtig Platz. Komm, alle guten Dinge sind 3, dann öffnen wir auch noch die 3. Und ich bekomme wirklich alles unter, was ich eben in der Küche und für meinen Campingurlaub so benötige. Oberschrank
Ebenfalls sehr geräumig gestaltet, sehr robust vor allen Dingen gebaut. Also hier wackelt nichts. Ebenfalls in einem schönen, ja, curvy Design möchte ich jetzt einfach mal beschreiben. Gut beleuchtet. Wir haben hier oben zwei LED-Leuchten, die sind integriert in die Decke. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch über den Kühlschrank sprechen. Denn das ist ein wirklich großer Absorberkühlschrank. 142 Liter Volumen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Machen wir mal auf. Ja, und Platz für alles, was eben das Herz begehrt, mit dem Gefrierschrank und der Möglichkeit, sowohl Strom als auch Gas als Antrieb zu nutzen. Ich habe hier aber auch noch die Möglichkeit, auf Automatik umzustellen. Damit bin ich immer auf der sicheren Seite, wenn es darum geht, meine Lebensmittel und auch Getränke gut zu kühlen. Und zu guter Letzt, bevor wir es vergessen, hier in der Küche befindet sich auch wieder der praktische Schalter, um das Licht im gesamten Fahrzeug zu steuern. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich möchte gerne ein Menü zaubern und dafür empfiehlt sich, die Arbeitsplattenverbreiterung auszuklappen. Ich finde, das ist super praktisch und wieder das Thema gespielt, dass wirklich jeder Zentimeter praktisch ausgenutzt ist. Jetzt widmen wir uns dem schönen Komfortbad und das ist wirklich luxuriös. Starten wir mal mit dem Duschen und dafür empfiehlt sich einfach nur hier, den Hebel zu entriegeln. Der Wasserhahn ist mit einem Handgriff auf die Seite geklappt und dann habe ich also hier die Möglichkeit, die Dusche ja, aufzubauen. Wenn ich mich jetzt mal reinstelle, dann kann ich wirklich sagen, hier ist es wirklich geräumig. Das macht Spaß, hier möchte ich jetzt gerne duschen und vor allen Dingen ist es natürlich auch sauber und wasserdicht, denn die Tür lässt sich im Nu verschließen. Und auch hier ist wieder einiges an Details verbaut. Über mir zum Beispiel befindet sich eine Kleiderstange. Das ist super praktisch. Wenn ich nochmal raustrete, dann kann ich wieder zurückklappen, verriegeln, Wasserhahn zurück und sehe hier vor allen Dingen zwei große Spiegel. Da kann man sich also schick machen für den Abend. Ich habe einiges an Stauraum, Schränke und vor allen Dingen habe ich auch hier die Möglichkeit, ganz gemütlich meinen Toilettengang zu verrichten. Denn wir haben hier eine Banktoilette, die ist, wenn man ja, sich damit so ein bisschen auskennt, durchaus etwas komfortabler. Und natürlich kann ich auch aus dem Badezimmer heraus das gesamte Licht im Fahrzeug steuern. Wir sind im Heck, also im Schlafzimmer angekommen. Und bevor wir uns den zwei Längsbetten widmen, möchte ich jetzt einmal zeigen, wie viel Stauraum hier ist, weil das ist ein absolutes Raumwunder. Und wir fangen mal an mit dem ersten Schrank. Die Decke kurz auf die Seite und dann kann ich hier anheben und sehe, da ist Platz ohne Ende. Das Ganze beleuchtet mit Kleiderstangen und da kriege ich alles unter. Nicht nur ja, Klamotten, sondern auch alles, was ich für den Campingurlaub eben noch so benötige. Das Schöne ist, das befindet sich auf beiden Seiten, also das gleiche Spiel auch nochmal auf dieser Seite. Noch dazu ringsrum die Schwalbennester, hinten die Oberschränke natürlich wieder mit Softclose und Automatikverriegelung. Einiges auch an Schwanenhalsleuchten mit USB-Anschluss, also hier ist wirklich an alles gedacht. Ja und jetzt, ganz wichtig, Schuhe ausziehen, darf ich mal hochlaufen. Und das ist schon wirklich eine richtige Treppe. Also die ist breit, die ist komfortabel. Natürlich zieht sich auch hier das Yachtdesign wieder durch. Ich finde, ein ganz wichtiges Detail sogar. Und dann dürfen wir Platz nehmen und natürlich auch gerne hinlegen. Ah, das ist komfortabel. Natürlich befindet sich hier drunter ein richtiger Lattenrost. Der gesunde Schlaf ist damit gewährleistet. Und wer mag, kann das Bett natürlich auch noch vergrößern. Herausgezogen, Matratze eingelegt und dann könnten, wenn notwendig, hier auch bis zu drei Personen, ich denke da an zwei Erwachsene und ein Kind, ganz gemütlich schlafen. Ja, und für die richtige Privatsphäre ziehe ich jetzt einfach mal den Vorhang zu. Wir sehen uns gleich. Die zwei Einzelbetten sind wirklich gemütlich und vor allen Dingen auch groß gestaltet. Wir haben ja einmal ein Bett von 2 Metern mal 78 cm und das zweite Einzelbett 1,88 Meter mal 78 cm. Die Vorteile liegen aus meiner Perspektive wirklich auf der Hand. Erstmal, wenn ich nachts dann vielleicht doch nochmal aufstehen möchte, kann ich das machen, ohne meinen Begleiter, meine Begleiterin dabei aufzuwecken. Ich komme einfach ganz, ganz einfach raus. Außerdem befindet sich hier unter mir die große Heckgarage, die vor allen Dingen durch diese zwei Einzelbetten überhaupt erst möglich ist. Ja, und wenn ich jetzt mal so ein kleines Probeliegen mache, oh,
dann fühlt sich das gut an. Die Matratzen, nicht irgendwelche, zwei Evopor HRC Matratzen für einen gesunden Schlaf und natürlich befinden sich diese auf einem richtigen Lattenrost. Wer mag, bekommt optional auch noch eine Gelauflage. Ich glaube, das ist so dann das Nonplusultra für einen Schlaf Deluxe. Gute Nacht. Ja, für den Bettumbau gibt es natürlich auch noch die leichte Aluleiter für einen sicheren Auf- und Wiederabstieg. Und genau das mache ich jetzt auch mal. Im Vorbeigehen möchte ich Ihnen natürlich auch noch diesen Schrank nicht vorenthalten. Hier kriegt man auch noch einiges unter. Ich denke da vielleicht auch an ja, Unterwäsche oder vielleicht sogar Utensilien für die Küche. Und nicht zu vergessen, das Mini-Heki. Hier gibt es optional auch eine Dachklimaanlage. Ja, und bei der Dachklimaanlage denke ich vor allen Dingen an Sommerurlaube, zum Beispiel in Spanien. Damit behalten wir immer einen kühlen Kopf und haben es hier drin sehr, sehr angenehm kühl. Ja, wir sind fast am Ende angekommen und jetzt nehme ich nochmal ganz gemütlich Platz auf der Sitzbank, die übrigens schräg angeordnet ist. Das heißt, das Platznehmen ist einfach deutlich leichter, wie ich finde, ein weiteres sehr schönes Detail. Wenn Sie sich gerne erkundigen möchten, welche Konfigurationen hier möglich sind, vor allen Dingen welche Zuladung sich dadurch ergibt und wie sich der Preis dann ganz individuell anpasst, dann empfehle ich den Konfigurator. Der befindet sich wie immer bei uns in der Videobeschreibung. Und wenn Sie sagen, eine Probefahrt, die ist unbedingt nötig oder vielleicht sogar ein Probeurlaub, dann kann ich Ihnen sagen, rentandtravel.de ist Ihre Adresse, um vielleicht einfach mal für 2 oder 3 Wochen Urlaub zu machen. Viel Spaß! Und gerne bis zum nächsten Mal. Falls Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Abo und über Kommentare, Fragen in unserer Kommentarleiste.